Alle sind sich einig. Die Medizin der Zukunft ist die personalisierte Medizin. Jedem Patienten und jeder Patientin individuell die bestmögliche Behandlung geben. Dazu muss man aber eine Flut von medizinischen Informationen für Ärztinnen und Ärzte nutzbar machen. Die gute Nachricht, dafür gibt es schon heute automatisierte Systeme. Die schlechte Nachricht, in der Praxis bleiben die größtenteils ungenutzt. Woran das liegt und wie eine Nachwuchsforschergruppe an der TU Dresden das ändern möchte, darum geht es heute. Wie künstliche Intelligenz in Zukunft dabei helfen kann, die Flut aus medizinischen Daten zu sortieren und für eine Diagnose einzusetzen, darüber haben wir ja hier schon mal berichtet. Das ist aber nur der Anfang. Am Ende sollen die Ärztinnen und Ärzte dieses Wissen ja auch nutzen können. Dafür gibt es klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die leider in der Praxis nur selten akzeptiert werden. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir erst einmal verstehen, was sie überhaupt machen. Wie der Name schon sagt, sollen klinische Entscheidungsunterstützungssysteme den Arzt oder die Ärztin dabei unterstützen, eine Entscheidung zu treffen. Mit Entscheidungsunterstützungssystem kann zwar auch ein Poster in der Betriebsküche gemeint sein, das erklärt, was in einem medizinischen Notfall zu tun ist, aber wir sprechen hier natürlich von Computern, von Big Data und von künstlicher Intelligenz. Computerbasierte klinische Entscheidungsunterstützungssysteme. Okay, das wird mir langsam ein bisschen zu umständlich. Ich sage aber jetzt einfach CDSS. Das steht für Clinical Decision Support System. Also, die CDSS, die tatsächlich im Praxisalltag angekommen sind, weisen den Arzt zum Beispiel auf ungesunde Blutwerte in einem Laborbericht hin. Ein viel genutztes CDSS weist eine Ärztin auf Wechselwirkungen zwischen Medikamenten hin. Also zum Beispiel, wenn ein Patient bereits ein Medikament mit ähnlicher Wirkung bekommt, dann würde das Programm warnen, dass sich die Medikamente gegenseitig verstärken. Denn das ist ja möglicherweise schlecht für den Patienten. Auch im Schlaflabor von Dr. Moritz Brandt an der Uniklinik Dresden werden CDSS routinemäßig genutzt. Denn dort werden von den Patienten viele Daten gleichzeitig erhoben. Also EEG, EKG und vieles andere. Das sind am Ende 20 bis 30 verschiedene Signale, die wir da erfassen, über einen Zeitraum von 8 Stunden, also die ganze Nacht. Das, was wir jetzt hier gerade sehen, das ist ja zum Beispiel auch dann ein CDSS, das ist was rot markiert. Genau, das ist eine Hilfe von der Software, hat hier eine Augenbewegung detektiert und hat deswegen hier oben diese Markierung gesetzt und ist auch korrekt. Das hilft mir schon, weil bei einfach zu detektierenden Signalen die Software schon so weit entwickelt ist, dass sie mir da sehr hilft oder auch unterstützend ist. Manche CDSS sind also durchaus auch heute schon hilfreich. Sie sorgen dafür, dass Ärztinnen und Ärzte eher den passenden Behandlungsempfehlungen folgen. Sie verhindern unnötige Untersuchungen und sie schlagen Medikamente mit weniger Nebenwirkungen vor. Aber das Problem ist, dass solche Erfolge die Ausnahme sind oder sogar einfach nur das Ergebnis eines wissenschaftlichen Experiments, nicht die Realität in der Praxis. Das hat uns Dr. Britta Sedelmeier erklärt. Sie leitet in Dresden eine Nachwuchsgruppe der Medizininformatik-Initiative. Auch da gibt es keine genauen Zahlen, weil man eben solche flächendeckenden Befragungen beispielsweise noch nicht durchgeführt hat. Aber es gibt einzelne Studien, wo eben Forschende gewisse Krankenhäuser auch mal befragt haben. Und da kam raus, dass von den Systemen, die sich in der Routine befinden, nur ungefähr so um die 30% auch wirklich genutzt werden. CDSS fügen sich nämlich oft überhaupt nicht in den Praxisalltag ein. Zum Beispiel, wenn die Dateneingabe zu umständlich und die Bedienung zu aufwendig ist. Oder sie unterbrechen mit nervigen Pop-ups den Arbeitsfluss. Hello there. Oft ist es beispielsweise nämlich auch gewünscht, dass sich zwei Medikamente gegenseitig verstärken. Die eben beschriebene Warnung des CDSS wäre in diesem Fall überflüssig. Und wenn die meisten Warnungen eh nicht hilfreich sind, klickt man sie irgendwann vielleicht routinemäßig ungelesen weg. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Okay. Damit individualisierte Medizin funktionieren kann, müssen Ärztinnen und Ärzte also CDSS auch tatsächlich nutzen. Und das tun sie nur, wenn solche Designfehler vermieden werden. Diese Frage wollen Dr. Sedelmeier und ihre Nachwuchsforschergruppe in Dresden beantworten. Ihr Ziel ist es, den Entwicklern von CDSS zu helfen, brauchbare Programme zu entwickeln. Ich würde mir wünschen, dass das Thema benutzerzentrierte Gestaltung mehr in die Köpfe kommt. Man davon wegkommt, zu entwickeln, ausgerichtet an der technologischen Machbarkeit. Oft kennen sich die Entwickler und Entwicklerinnen nämlich sehr gut mit den Datenstrukturen aus, aber überhaupt nicht mit den Arbeitsabläufen in der Praxis. Und so entstehen oft Programme, die eben tolle Funktionen haben, aber für die Ärztinnen und Ärzte ungeeignet sind. Das Team von Dr. Sedelmeier erforscht deshalb, wie Entscheidungen in der Klinik getroffen werden und entwickelt daraus Modelle.
Mithilfe dieser Modelle sollen Programmiererinnen und Programmierer die CDSS so gestalten können, dass die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidungsunterstützung präsentiert bekommt. Also möglichst viele hilfreiche Warnungen und möglichst wenig nervige. Damit das CDSS problemlos in die Arbeit eingebunden wird, braucht es natürlich auch eine entsprechend intuitive Benutzeroberfläche. Es gibt schon jede Menge Forschung dazu, wie man effektive Benutzeroberflächen designen kann, aber das viele Wissen kommt nicht unbedingt bei den Entwicklern an. Deshalb sammelt die Arbeitsgruppe das Wissen aus der Mensch-Maschine-Interaktionsforschung. Daraus entwickeln sie dann ein System, das dabei hilft, die besten Designmethoden für ein bestimmtes CDSS zu finden. Das ist ja dann quasi ein Entscheidungsunterstützungssystem für die Entwicklung klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme. Und schließlich muss man als Arzt oder Ärztin so einem klinischen Entscheidungsunterstützungssystem auch vertrauen können. Wenn die Ärztin den Vorschlag eines CDSS nicht nachvollziehen kann, wird sie die Hilfestellung des Systems wahrscheinlich ignorieren und doch wieder die ganze Arbeit selbst machen. Ein gutes CDSS erklärt deshalb nachvollziehbar, wie es zu seiner Entscheidung gekommen ist. Auch dazu gibt es bereits Forschung, die Dr. Sedelmeier und ihr Team in eine Sammlung von Blaupausen übersetzen, an denen sich die Entwicklerinnen und Entwickler dann orientieren können. Um den direkten Zugang zur Praxis zu haben, arbeitet Dr. Sedelmeiers Team mit dem Schlaflabor von Dr. Brandt zusammen. Ihn habt ihr schon gerade kennengelernt. Die waren hier vor Ort, haben hospitiert, haben sich die Abläufe angeschaut. Das ist auch ganz interessant, wenn dann die Kliniker mal wirklich verschriftlichen, wie eigentlich so ein konkreter Ablauf im Schlaflabor passiert. Und dann bei dieser Erstellung fällt dann vielleicht erst auf, wie komplex es eigentlich ist und wo man überall vereinfachen könnte, insbesondere mit digitaler Hilfe. So sollen klinische Entscheidungsunterstützungssysteme entstehen, die den Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, jede Patientin und jeden Patienten ganz individuell und optimal zu behandeln. In der Zukunft sollen die CDSS mit anderen Systemen verknüpft sein. Stichwort Digitalisierung und elektronische Patientenakte. Dafür müssen die CDSS auf der einen Seite eine immer aktuelle Datenbasis bekommen, mit einheitlichen Standards. Auf der anderen Seite müssen sie so konzipiert sein, dass sie die Arbeit des Fachpersonals auch wirklich unterstützen und nicht vielleicht sogar behindern. Gleichzeitig soll der professionelle Umgang mit den CDSS Teil der ärztlichen Ausbildung werden. Denn natürlich müssen die Ärztinnen und Ärzte die Behandlungsvorschläge der Entscheidungsunterstützungssysteme auch in Zukunft verstehen, hinterfragen und überprüfen können. Okay, aber wenn künstliche Intelligenz schon Behandlungsvorschläge macht, könnte sie dann irgendwann auch Ärzte ersetzen? Daran glauben weder Dr. Brandt noch Dr. Sedelmeier. Also es gibt einige Forschende im Bereich des maschinellen Lernens, die tatsächlich der Meinung sind, solch ein Entscheidungsunterstützungssystem könnte uns Menschen ersetzen. Ich denke aber eher nur in Teilbereichen. Und ich denke auch, was das System mit Sicherheit nicht ersetzen wird, ist diese persönliche, ja doch intime Beziehung zwischen Arzt und Patient. Also vermutlich kein medizinisch-holographisches Notfallprogramm. Stimmt etwas nicht? Ja, absolut nicht. Ihr Gehirn ist nicht in der Datei. Schade eigentlich. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit der Medizin-Informatik-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entstanden. Dort entwickeln Hochschulen, Unikliniken, Krankenkassen und IT-Unternehmen gemeinsam intelligente IT-Lösungen. Mit deren Hilfe werden Daten aus unterschiedlichsten Quellen standardisiert und aus verschiedenen Standorten zusammengeführt, um dann beispielsweise durch CDSS genutzt zu werden. Vielen Dank an das Bundesministerium für Bildung und Forschung für die Unterstützung beim Dreh dieses Videos. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich meine Gesundheit von einer KI analysiert haben lasse, dann klickt hier. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig, euer Cedric.